hingeht, keine Ahnung. Okay. Hallo? Muss ich mir das schon merken? Ah. Das mag ich nicht so. Das ist so ein bisschen Inka-like, ne? Also so ein bisschen. Oh nein. Das würde mich nicht wundern, wenn man die irgendwie verdrehen muss oder so. Keine Ahnung. Das ist schon etwas gruselig. Geht es für euch, der Stream, oder hängt wieder irgendwas? Wieder ein Raum, wieder eine Tür, wieder ein Raum. Du bist entweder ebenso verloren wie ich oder du hast mich aufgegeben. Was wahrscheinlicher ist. Wieder ein Raum, wieder eine Tür. Und doch niemals Hunger, niemals jene willkommene Pause des Schlafes. Wieder eine Tür, wieder ein Raum. In meinem Buch verzeichne ich sie, doch zählen kann ich die Striche nicht mehr. Ich zähle die Seiten. Das Schreiben bewahrt mich vor dem Irrsinn. Das rede ich mir ein. Ich habe diese Hölle nicht verdient. Okay. Ach so. Ich muss es schieben, ne? Der muss doch bestimmt hier oben drauf gesteckt. Nee, okay, gut, da ist die Aussparung ein bisschen zu winzig für. Lord Raiden, hör auf, mir irgendwas zu sagen. Ich spiele das Spiel blind. Und wenn ich da 100 Jahre für brauche, entspann dich. Also wenn ich wirklich um Hilfe bettele, dann ja, aber nicht immer sofort. Bitte. Ich möchte auch erst mal gucken. Jetzt mache ich das natürlich ganz, ganz, ganz. Also ich rätsel nur mit, ich benutze gerne auch so. Dann okay. Doch, wusste ich nicht. Ich dachte, du kennst schon eines. Okay, erstmal das angucken. Was ist das? Ein kleiner Holzgriff. Okay. Dann haben wir halt diese Münze da. Oh, warte mal.
Guck mal, das gehört hier oben mal drauf. Hallo, das ist doch die gleiche Aussparung, oder? Warte. Zumindest sieht es so ähnlich aus. Ein goldener Turm. Nee. Aber ein Schlüssel ist es auch nicht. Was? Durchbohre das Auge. Auge. Ach, wahrscheinlich später mit dem mit der Armbrust. Also, wenn es wirklich kein Vorsagen ist, dann ist es in Ordnung. Oh, warte mal, da ist noch eine Kiste. Was? Es riecht nach verbranntem Stroh. Okay, gut. Dann ist okay. Dann dürft ihr gerne alle herzlich. Aber ab und an gucke ich auch nicht. Und klicke erstmal wild herum. Gerade eben, ich habe diese Kiste gar nicht da gesehen. Noch mein Schlüssel. Jetzt brauche ich allerdings, nachdem ich ja so erfolgreich gerade mein Blatt gewässert habe, brauche ich definitiv erstmal ein neues Blatt. Damit ich wieder euch alle in den Wahnsinn treiben kann und ihr sagt, nein, schreibt sie nichts auf. Mach dir bitte ein Bild mit deinem Telefon, was total alt ist und nächstes Jahr kein WhatsApp mehr kann. Ja, dann wird es wahrscheinlich nur noch dafür benutzt. Da habt ihr dann recht. Aber ich werde wahrscheinlich mir auch, wenn es ein bisschen Umweltverschwendung ist, aber wir so ein bisschen darauf achten müssen. Ich mache es lieber so, weil dann prägt es sich wenigstens ein bisschen ein. Ein Blatt, das darf man wohl für, also zwar auch zwei Blätter, darf man wohl für zwei Spiele, ne? Bildes umherklicken, hilft noch immer. Da hast du natürlich auch recht. So. Also wir haben eine Kiste. Wir haben eine Kiste. Wir haben da unten dieses komische, ich glaube, das ist so eine guck mal, das geht irgendwie nach da. Also so ein Zündelding. Da schreibe ich schon mal Stroh hin. Dann haben wir noch die. Wie nennt man das denn? Die Armbrust. Warte, Zündelding. Dann haben wir noch die Armbrust. Und dann haben wir noch das Hauptkästchen. Sagen wir einfach mal Kästchen. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen bei den Majas oder so. Keine Ahnung. Das ist echt. Also ich hätte ja wirklich gedacht, dass ich das hier irgendwie so da reinschieben muss. Aber das kann ich ja gar nicht. Hier geblieben. Das kann ich ja gar nicht schieben. Ich weiß noch nicht, warum ich es nicht schieben kann. So, hier haben wir so eine ganz komische Markierung.
Die werde ich mir mal einmal ganz kurz ein bisschen kleiner aufmalen. 1, 2, 3. Dann haben wir wieder hier unten sowas. Dann haben wir hier was. Dann haben wir wieder was durchgestrichenes. 2. Und dann nochmal so. So. Und dann war das einmal so. Ich male mir das mal ganz gerne auf. Weil vielleicht brauchen wir das einfach nochmal später. Da muss ich nicht ständig und stetig so gucken. Ich möchte noch mal einmal mit der Sicht tatsächlich an die Kiste hier gehen. Da ist nichts. Und es ist hier irgendwie was? Nein, auch nicht. Hier ist auch nichts. Hier kann ich auch nicht. Stroh habe ich mir im Übrigen schon mal aufgeschrieben. So. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie was zu sehen. Wir untersuchen sie noch mal einmal richtig gut. Da haben wir bis jetzt, ich glaube, die brauchen wir aber nur zusammenbauen, weil wo soll denn hier irgendwie was versteckt sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Genau, ein Abzug. Also hier, die müssen wir nur zusammensetzen. Anscheinend. Da können wir nicht hin. Da auch nicht. Das geht so, das geht auf jeden Fall da ins Loch. Und hier können wir echt nur zum Kästchen wieder. Das ist schon etwas anspruchsvoller gerade. Hier auch nicht. Ich weiß auch nicht, was mit diesem. Guck mal, oder kann ich das hier vielleicht drehen? Das ist so ein Füßchen. Und dann haben wir hier einen kleinen Holzgriff, wo ich auch nicht weiß, wo der ist. Ach, oh, warte mal. Okay. So. Hey, Fortschritt nach 5 Jahren. So, das können wir wieder. Also ich glaube wirklich, die müssen wir einfach nur noch zusammenbauen. Okay. Oh nein. Ein. Ah, da liegen noch viel, viel mehr Armbrustbolzen. Ich habe bereits einen Armbrustbolzen. Okay. Also das wird, glaube ich, definitiv jetzt ein bisschen länger dauern. Aber eigentlich würde ich das auch schon spannen. Oder fehlt da noch was? Kann ich das jetzt drehen im Allgemeinen? Regt euch nicht auf, wir haben ganz viele Armbrustbolzen. Und noch ein Kästchen, ne? Also die Armbrust ist tatsächlich fertig, nehme ich einfach mal an. Da ist irgendwas hinter. Ich schreibe mir mal ein neues auf jetzt. Spiegel. Oh nein. Was ist das?
Was? Ich sehe ein einstmals mächtiges Volk verdorben von heidnischen Eindringlingen und ihren Seuchen. Sie erbitten den Willen der Götter von ihrer Priesterin. Doch der Jaguar und die Federschlange sprechen nicht mehr mit mir. Der Kristall unserer Urmütter wird angerufen. Ich möchte mit ihnen sprechen. Ich bin mir unsicher, ob ich diese Sachen hier vielleicht eventuell mir einmal aufmalen sollte. Ich glaube nicht, oder? Ihr sollt erstmal alles ein bisschen angucken. Erstmal ein bisschen alles anfassen. Ach, hier fehlt Wundheit, mach Sachen. Oh nein. Mein Albtraum wird wahr. Was? Sieht so aus, als würde ein Teil fehlen. Okay. Ich wollte es aber nur angucken. Ich darf es nicht angucken. Also das bewegt nur diese Sachen. Es kann gut möglich sein, dass wir das vielleicht dann eventuell. Aber da fehlt ja ein Teil. Von daher. Und dann ist obwohl. Ich glaube, das ist der Tod oder so, ne? Oh. Okay. Was ausprobieren. Ein kleiner Schlüssel mit so einer komischen Schraube. Oh, das ist für unser kleines Kästchen. Das ist für die Kiste tatsächlich. Ah! Komische Steuerung. Hilfe! Wo war die denn? Da. Ein großer Steinblock. Oh, wir müssen so eine Axt zusammenbauen, oder? Ach nee, das war ja hier drinne. Das war ja so ein. Das, da muss ja man was reinpacken und nicht noch drauf, oder? Das wird sehr merkwürdig. Also es sieht ja wohl schon aus wie so ein Hammer, als ob die mich. Können mich doch nicht verscheißern. Egal, wir gucken erstmal weiter. Da. Gucken erstmal da so ein bisschen weiter, was da noch alles so ist, vielleicht. Komische Metallfassung. Also Kiste haben wir halt immer noch ein bisschen was zu tun. Nein, als ob, das war jetzt nur Spaß. Aber Spaß. Das war kein Spaß. Ach, das ist da, das Kästchen. Okay. Nein, wir wollen nicht drauf gucken. Warte mal kurz, da war doch was. Da gerade hier wäre irgendwie was geschrieben oder so. Vielleicht hinter den Spiegel schauen, geht das? Nee. Noch weiter kaputt machen.
noch keine Ahnung, was ich damit. Ich dachte echt, dieses goldene Ding muss einfach nur da oben vielleicht drauf oder so. Aber es ist ja gar keine Einsparung da oben drauf. Das kann ich auch noch nicht aufmachen. Und dahinter ist irgendwie was, was ich eventuell brauche. Aber ich komme noch nicht dran. Aber dann habe ich ja zumindest so ein bisschen den Nerv gefunden von den Leuten mal ausnahmsweise. So, gucken wir uns jetzt mal hier weiter um. Das weiß ich immer noch nicht einfach, ne, was das zu bedeuten hat. Weiß, was da an der Wand steht irgendwo, dass ich irgendwas abschießen soll. Aber, ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt ist es plötzlich weg. Uff. So, wir gucken mal, was der Hinweis sagt. Ich sollte mir diesen Steinblock. Was für ein. Der irgendwo draufstecken, nehme ich an, ne? Was ist das denn für eine Aussage? Uff. Nee, das gehört doch nicht da drauf, oder das wird doch gar keinen Sinn machen. Super. Kann ich denn hier sonst noch irgendwas abschießen? Ich glaube nicht, oder? Sieht auch leider nichts aus. Also ich glaube, da bin ich definitiv. Warte mal, da hat irgendwas geglitzert. Oder auch nicht. Da kann ich auch nur durchgucken und die dann ein bisschen bewegen. Das war es auch schon. Also mit der bin ich eigentlich, denke ich mal, fertig. Was ich jetzt eher brauche, ist etwas, wo ich das da drauf packen kann oder so. Mal einmal kurz. Standing Ovations für diesen Hinweis. Unfassbar. Also wer da, also wer diesen Hinweis braucht, der braucht echt, der braucht echt. Ja, können wir mal gerne machen. Wenn wir hinkommen. Ich kann aber nicht weiter als wieder. Und da ist dann auch zu Ende. Also, ich komme gar nicht zu dem Spiegel rum. Aber es hat eine schöne, also es ist sehr schön gemacht für so ein Rätselspiel. Wer den Block zu einem Vorschlag hat, wo ist denn dann der? Nein! Ernsthaft? Spiel, das frage ich mich schon seit einer halben Stunde mindestens. Hey! Oder vielleicht hier, warte mal. Oh. Muss ich das jetzt mehrmals machen? Tatsächlich. Da ist eine Glasschärfe drin. Ta-ta-ta.
Das sieht so aus wie ein Schloss eher plötzlich. Kann ich das so umdrehen? Ist auf jeden Fall sehr uns bekannte. Mal so ein bisschen gucken, was wir hier zusammensetzen müssen. Es scheint echt nur dieses Schloss zu sein. Wenn es denn ein Schloss ist. Wartet mal. Sieht aber anders aus, ne? Wartet mal, wenn ich jetzt mich nicht umgucke. Bitte. Also er guckt ja nach da. Dann sehen wir ja nur diese hässliche Holzkiste. Das heißt, also entweder müssen wir das komplett so zusammensetzen, was ich aber nicht glaube. Aber ich kann keine Symbole halt erkennen. Hätte auch ein bisschen gelacht, wenn es gegangen wäre. Ach so, wie kann ich zu ihr gelangen? Tja. Dafür ist dann wahrscheinlich aber auch der Turm. Aber ich meine, ich sehe ja überhaupt nicht die andere Kiste. Die steht ja genau, also wenn du es mal überlegst, ne, das ist genau in der Flucht. Dort der andere Spiegel steht. Und was hat das hier auf sich? Ich meine, ich kann jetzt auch einmal so machen. Und einmal komplett. Bop, 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 bop. Und was nächste? Also so geht es natürlich auch, ne? Da habe ich aber keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kommen wir denn da hin? Weil das Feuer können wir ja auch nicht mitnehmen. Ich nehme einfach an, wir müssen irgendwie Stroh finden hierfür. Weil hier wurde ja gesagt, ja, es riecht nach Stroh. Wenn wir es jetzt antippen auch. Es riecht nach verbranntem Stroh, dass wir da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich habe es gelesen. Ansonsten habe ich ja bis jetzt noch gar nichts gefunden. Fühlt es auch diese Kamera einfach die Spiegelrand. Hä? Was hat er gesagt? Die Symbolränder auf dem Spiegel. Was für Symbolränder? Da ist kein Symbolrand. Hä? Da ist ja ein Symbolrand. Nein, du sollst nicht noch weiter weg. Aber wo ist denn da ein Symbolrand? Oder bin ich blind? Hier ist kein Symbolblatt. Rand. Das ist wirklich ein bisschen tricky. Da werden wir auch wahrscheinlich noch einige Zeit dran verbringen. Definitiv. Ich will wieder was Leichtes spielen. Aber hier sind doch gar keine Symbolränder. Doch. Also ich glaube auch, dass es halt bei der kleinen Kiste nicht mehr weitergeht, weil ich meine, die hat noch oben zwar dieses Loch. Da kann ich aber bis dato nichts reinstecken. Das hat zwar hier noch dieses, was wir uns ja aufgemalt haben bei diesem Kästchen. Das hier. Oder wartet mal, ich muss es mir einfach mal damit angucken. Moment. Nee. Auch nicht.
Also sehr, sehr wenig, was ich eher durch diese Wunderlupe einfach sehen kann. Warte, da ist es. Nee, da kamen wir her, glaube ich, oder? Da kamen wir her. Aber ansonsten offenbart mir auch momentan sich nicht der Weg. Nochmal nach. Aber hier ist doch gar kein verborgenes Schild. Oder doch? Das ist doch die Truhe, ne? Aber wo ist denn hier bitte ein Hinweis? Da drauf, was wir symbolisch benutzen sollen. Ich kann auch nicht mal hinter die Kiste gucken. Also ich habe ja nur diese drei Ansichten. Kann mir dieses verborgene Schild bei der Truhe. Also das, da werde ich echt nicht schlau aus. Aber ich weiß es nicht, wie es euch hier geht. Immer wenn man das dann, oh, da ist beispielsweise ein Zeichen, aber ich glaube, da kam er echt nur her. Das hat gar nichts so großartig zu bedeuten. Was ist das? Ja, das hier vielleicht? Sieh einer an. Ernsthaft? Und wer hat das alles gewusst? Also so ein T und die zwei Vs. Ja. Also genau andersherum. Die Frage, die ich mir stelle, sind jetzt sag mal noch diese Pünktchen drauf oder nicht? Da will ich dann mal gleich nachforschen. Ja, das ist okay. Ah, gut, dass ich es mir nicht mehr aufgeschrieben habe. Und da fehlt. Genau. Da mache ich die erstmal wieder aus, damit ich nicht durcheinander komme. Aber ansonsten hätten wir. Ich weiß nicht, ob wir ansonsten die Möglichkeit hätten, halt nochmal zurückzukommen. Das weiß ich natürlich nicht. Hier haben wir auch die Möglichkeit, jetzt natürlich dieses vielleicht fehlende Türmchen irgendwo einzusetzen, was natürlich hier fehlt. Und ziehen einen mächtigen Dolch raus. Uhuhu. Gucken wir uns auch erstmal einmal ganz kurz an, ob da irgendwie was. Ich glaube nicht. Es ist halt einfach nur ein Dolch. Okay. Da fehlt uns der Edelstein, also Kästchen. Edelstein, Edelstein. Das kann ich mir vorstellen, dass es nachher dann einfach irgendwie aufgeht oder was auch immer. Aber ich finde die Effekte halt sehr, 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 sehr schön und sehr gelungen von dem Spiel. Die Frage ist, dass natürlich wahrscheinlich dieses hier machen. Vielleicht passt da etwas drauf, aber ich habe doch überhaupt nichts. Also da habe ich halt noch nichts, was ich da drauf packen könnte. Die Symbole sind auch alle anders. Oder vielleicht erstmal gucken, ob sich jetzt auch der gesamte Raum vielleicht eventuell verändert hat. Dieses Schwert, wo kann das nur reinpassen? Das ist irgendwie was anderes im Spiegel zu sehen. Nee, da ist jetzt das Kästchen.
Nee, da ist jetzt dieses ganz normale Kästchen zu sehen. Ich frage es halt einfach. Komme ich jetzt nochmal zurück? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass nämlich der Dolch oben in das alte Kästchen muss. Warte mal. Dolch. Anderes altes Kästchen. Machen wir mal lieber so einmal herum. Aber an sich, puh, das ist ganz schön eine Nuss für meinen kleinen Kopf. Also uns fehlt hier definitiv ein Edelstein. Und ich weiß auch nicht, wie ich switchen kann über die, was ist das denn? Das ist gleich ein Problem. Wie kann ich denn jetzt switchen? Wie kann ich wieder zurück? Ich einfach nochmal da drauf drücken. Hallo. Kuckuck. Okay. Oder wir sind halt einfach hier noch nicht fertig, dass wir hier irgendwie was noch erledigen müssen oder so. Keine Ahnung. Steht irgendwas anderes vielleicht jetzt in der Nachricht? Schon so. Also um 9:30 werde ich definitiv erstmal aufhören. Möchte nämlich auch gerne in Ruhe wollen mal was essen. So wie es alle tut. Ich kann mir echt beim besten Willen. Es sieht halt alles so gleich aus. Ich meine, gut, wir haben jetzt dieses rausbekommen. Das ist sehr, sehr gut, dass wir den durch da haben. Aber ich glaube halt, dass er auf der anderen, also auf dieser Anderswelt halt, ja, gebraucht werden muss. Ich mache aber gerne noch mal einmal hier so ein bisschen. Das wissen wir ja, wie wir das machen. Da fehlt uns nur halt hier dieser Edelstein. Das heißt, wir müssen diesen Edelstein einfach suchen. Ansonsten, puh. Da muss ich irgendwie was draufsetzen. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt einfach aber auch durch ins Loch. Ja, in welches Loch denn? Das Loch ist ja beim anderen Ding. Ich müsste ja erstmal wieder zurückkommen, bis ich, ne? Hier. Die Kiste hat erstmal großartig gar nichts mehr zu bieten. Bei dem Kästchen, wo du gerade warst, da ist kein Loch oben. Und den Dolch habe ich da rausgezogen. Ich glaube nicht, dass ich ihn da wieder reinstecken soll. Ich meine, wir können es gerne versuchen. Bin ihn ja offen. Aber den habe ich ja da rausgezogen. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn ich den da wieder reinlege. Aha. Ist bestimmt ein Kamel oder so. Oh Gott. Schreibe ich mir mal einmal auf. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass wir jetzt zurückkommen können. Okay. Also ich nehme, glaube ich, an, dass wir so halt zwischen den Dings so ein bisschen hin und her reisen müssen. Ich werde mir einmal ganz kurz noch das andere aufschreiben. Moment, wo war das denn auf?
Das war aber cool und innovativ. Das finde ich richtig gut. So. Gucken wir mal einmal, ob wir jetzt wieder zurückreisen können. Auf. Eine Strohpuppe und den Kristall. Bevor wir jetzt mit der Strohpuppe machen, gehen wir aber wieder in die Anderswelt. Also ich nenne es jetzt einfach mal Anderswelt. Hätten wir sowieso noch mal machen müssen, okay. Ich sehe finstige Leben, künftige Leben, unmögliche Leben. Oh, das ist gruselig, das gruselt mich so ein bisschen. Also es scheint mir wirklich so ein bisschen Maya-mäßig was zu sein. Die Frage, die ich jetzt gerade habe, ist, muss ich jetzt zurück oder kann ich das auch alles hier machen? Weil natürlich haben wir hier auch unsere... Oh, das ist gruselig. Das ist vor allen Dingen ein bisschen gruseliges Puzzle-Game. Alle Bolognese. Weil hier brauche ich auf jeden Fall noch so einen Schnipsel, den ich da reinpacken kann. Jetzt kann es gut möglich sein, dass wir wieder die Armbrust benutzen müssen. Ja, wir schlagen uns ein bisschen drum. Ich krieg gruselig, das ist so gruselig. Ich finde das super gruselig. Ich finde das auch eklig. Also so Maya, das ist mir immer so. Der erinnert mich so ein bisschen immer an den Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo die so halbblau da alle angemalt waren und dann irgendwie so geopfert werden mussten. Aber da kriege ich jetzt noch Gänsehaut und wo die wirklich so, weiß ich nicht, weglaufen durften und dann wurden sie doch noch getötet. Oh, das weiß ich nicht so. Oh. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gerade wirklich partout nicht, wie dieser Film hieß. Wenn das wirklich jetzt jemand mal gucken würde, das wäre cool. Ich weiß es echt nicht, wie der hieß. Ich würde mir den tatsächlich, also manchmal erstmal so ein bisschen sehr merkwürdig, aber also der ist so eklig, dass ich mir den auch tatsächlich zwei, dreimal angeguckt habe. Man versteht das immer nicht, aber ich finde das so, weiß ich nicht, so. Oh. Also wo es auch so um Menschenopfer und so ging und so ein Scheiß. Oh. Das hat mich so geekelt halt einfach. Okay, das macht überhaupt nichts gefühlt. Das sieht so aus, als würde es wirklich so ein Menschen auch auseinanderreißen können. Wollen wir erstmal lesen. Ich bin stumpf wie mein Spiegelbild. Unsere Götter leben nicht hier. Dieser Weg bringt keine Erlösung. Dieser Weg ist nicht der meines Volkes. Ich muss es von ihm abhalten. Oh, das weiß ich nicht, das ist alles so. Ich glaube, das ist eine Kiste. Das kommt doch in die Kiste, oder? Wartet mal.
Was? Hallo? Was? Hallo? Lass mich gucken. Das ist doch gerade so doof, ey. Eine Metallscheibe mit einem geribbelten Loch in der Mitte, okay. Kann man jetzt hier irgendwie noch was machen? Ja, nicht, okay. Also es ist halt alles so ein bisschen Maya, würde ich sagen. Oh, das mag ich auch nicht. Oh, das sieht so aus, wirklich wie Spinnenbeine, wenn die sich bewegen. Immer schöner. Ein Menschenschädel. Also ich glaube wirklich, dass wir uns bei den Maya oder Inkern oder sonst wo bewegen. Oh, Alter. Das ist echt nicht so meins. Das haben wir auch schon gelesen, oder? Ach so, doch, ja. Das haben wir gelesen. Manchmal muss ich das so ein bisschen nachfragen, ne? Ich habe immer so ein bisschen Schiss. Oh, das ist eklig. Aber ich meine ja damals, da wurden ja auch solche Menschenschädel benutzt und da wirklich, wirklich kunstvoll irgendwas reingraviert. Also das darf man auch nicht vielleicht vergessen. Azteken machen auch Menschen. Ja, genau. Also ich glaube, das war irgendwas mit den Azteken, dieser Film. Aber ich frage mich nicht, wie der hieß. Aber es erinnert mich halt alles so krass daran. Ich wusste, dass das da hinkommt. Oh, ist das eklig. Oh. Ich sterbe hier. Tausend Tode. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie in der Matrix. Ja, ist ja gut. Ich weiß ja, was ich zusammenbauen muss. Ich stehe eben im Kiefersand aus wie Vampirzähne. Okay. Das ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen schwieriger, weil ich da gar keine. Ja, ich weiß doch, was ich zusammenbauen muss. Jetzt gib mir doch mal 5 Minuten. Hier stimmt das wenigstens schon mal einmal. Ich nehme an, das ist nicht das Richtige. Langsam. Oh mein Gott, das geht mir auf den Senkel. Vielleicht sollte ich mich irgendwie so ein bisschen orientieren an einem Stab, der einfach nur gerade nach unten geht, oder? Ja, ich weiß doch, was ich bauen muss. Das ist aber für mich jetzt ein bisschen schwieriger. Hör auf damit!
Das macht es nicht besser. Also so sieht es aber schon so ein bisschen danach aus, zumindest, oder? Aber einfach nur falsch rum. Du hast dich im Tempel gut geschlagen. Möge dich das Schicksal durch diese immer düsteren werdenden Kammern geleiten. Aska als Riesentier, uff, die wird sich bedanken, wenn ihr das so weißt. Also ich würde jetzt gerne vielleicht noch eine Stunde oder was Pause machen. Und wenn es rege Teilnahme im Discord gibt, können wir gerne nachher noch mal einmal anschmeißen für noch ein Kapitel. Weil es ist doch sehr anstrengend. Wir sind jetzt, glaube ich, 5 Stunden. Ja, 5,5 Stunden bin ich jetzt live. Und ich würde dann sonst erstmal ein bisschen was essen. Oder nochmal vielleicht um 9 Uhr anmachen, wenn das in Ordnung ist. Für euch alle. Und dann weiter mit The Room spielen, weil anscheinend findet ihr The Room ganz furchtbar toll. Dabei kann ich nämlich schon so ein bisschen das erste auf jeden Fall rendern. Und dann spätestens dann am Dienstag hochladen. Also am Dienstag will ich halt definitiv so den Rest, den ich habe, hochladen. Das wird wahrscheinlich allerdings so sein, dass wir nicht in der ersten Woche komplett mit allem auskommen.